Regelmäßig gehen auf YouTube Aufschreie durch die Szene, dass irgendwelche YouTuber gekauft seien, dass irgendwelche Flakons kostenlos bereitgestellt wurden und natürlich auch, dass Meinungen käuflich sind. Ich möchte heute mal so ein bisschen auf die Frage eingehen, woher wir YouTuber, Influencer auf Instagram, auf TikTok, wo auch immer, eigentlich kostenlose Düfte herbekommen, was damit verbunden ist und natürlich auch, ob das eigentlich eine Meinung beeinflusst. Damit aber erstmal hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und vor kurzem, das war jetzt so ein bisschen Anreger meines Videos, gab es einen riesen Aufschrei, als das Dufthaus Creed gefühlt an alle YouTuber, Influencer, wie auch immer, Duftpakete verschickt hat mit Creed Aventus mit drin. Und da kamen extrem viele Fragen auf nach, woher kommen die eigentlich, was ist damit verbunden, warum bekommen die, sind jetzt alle Meinungen käuflich, was sagen die Leute darüber, dieser ganze Blumenstrauß. Und ich fand es ganz humoristisch, das so ein bisschen selber zu beobachten, weil die meisten Kommentatoren wissen ja nicht, dass wir ja mitlesen, auch auf Nicht-Videos von uns. Und ich fand das ziemlich interessant, was da alles so geschrieben wurde, auch auf Parfum und sowas in den einzelnen Kommentarspalten. Und wir wollten mal so ein bisschen auf dieses gesamte Thema eingehen, so ein bisschen einfach fachlich, möglichst ohne Meinung einzusortieren und dann natürlich auch so ein bisschen meine Meinung zu dem ganzen Thema zu formulieren. Anfangen erstmal so mit dem ersten Punkt und das ist so ein bisschen die wichtigste Frage, woher kommen die eigentlich? Wie kommt man eigentlich an solche Flakons ran? Und da gibt es ehrlicherweise zwei Wege für, entweder ein Unternehmen schreibt dich an oder du schreibst Unternehmen an. Das ist natürlich relativ offensichtlich. Bei mir ist es persönlich so 50-50, würde ich eigentlich sagen. Zum Beispiel Unternehmen anschreiben. Ich habe damals Parfums de Mali wegen dem Persos angeschrieben oder zum Beispiel auch Simone Andreoli wegen dem Weißbomb. Da habe ich aktiv nachgefragt und gesagt, hey, yo, wie sieht's aus? Könnte ich diese Düfte haben? Habe sie dann dementsprechend auch bekommen. Oder auf der anderen Seite der Unternehmen, die mich anfragen, zum Beispiel jetzt sowas wie damals Mathieu Premier mit dem Falcon Leather oder auch zum Beispiel Zora Dora damals mit dem Procedian war das, glaube ich, genau. Und für viele ist dann so ein bisschen der Eindruck verbunden, dass man ab diesem Moment dann irgendwie so eine freie Eingreiffläche irgendwie zu der Marke hat, so ein All-You-Can-Eat-Buffet, was aber gar nicht so ist. Zum Beispiel habe ich ja damals den Weißbaum, wie gerade schon erwähnt, mir kostenfrei angefragt, den auch dann bekommen und habe mir dann den Silver Marble von Simone Andreoli selber gekauft. So, da habe ich nicht mehr nachgefragt. So, und die sind auch nicht dann proaktiv auf mich zugekommen. Und das ist jetzt nicht so, dass ich glaube viele YouTuber auch nicht, dann nur noch nachfragen und nur noch alles kostenlos haben wollen. Gerade wenn man Unternehmen anfragt, ist es natürlich so, dass man sich dann so ein bisschen versucht, die Düfte, die man sich wirklich am meisten wünscht, rauszupicken. Und da ist es einfach so, bei dem Silver Marble wusste ich halt so, der wird mir wahrscheinlich gefallen, aber es wird jetzt nicht mein Lieblingsduft. Und bei dem Weißbaum wusste ich eigentlich schon davor, ich werde den Duft mögen. Also von daher kann ich mir den auch kostenlos anfragen. Also ob ich ihn jetzt kaufe oder nicht, wird an der Meinung wenig beeinflussen. So mache ich das persönlich immer so ein bisschen, dass je nachdem, gerade wenn ich den Duft schon kenne, ich den Duft dann kostenfrei bekomme, dann weiß ich eh schon, ich werde den eh mögen. Also ob ich mir den jetzt kaufe oder nicht, ist eigentlich vollkommen egal für meine Meinung. Gerade aber wenn Unternehmen proaktiv auf einen zukommen und einem Düfte anbieten, ist die Streuung halt ein bisschen größer. Natürlich, wenn man aber trotzdem das Ganze interessant findet, nimmt man die Sachen natürlich schon an. Und das ist an der Stelle natürlich vollkommen das Risiko, sage ich mal, der Marke, des Unternehmens, wie auch immer, die einem das anbieten, dass man diese Sachen dann eben niemals wirklich platzieren wird, vielleicht einmal aus Freundlichkeit erwähnen wird, aber sonst auch nie wieder, weil man sich die Sachen eben nicht frei auswählen konnte und da eventuell die Sachen auch einem einfach auch gar nicht gefallen. Und das geht jetzt auch so ein bisschen in den Punkt über, welche Bedingungen gibt es eigentlich dabei? Also gibt es irgendwelche Wörter, die man nicht erwähnen darf? Gibt es irgendwelche Links, die man unbedingt erwähnen muss? Gibt es irgendwelche, was weiß ich was, die man da unbedingt in die Kamera sagen muss? Und das ist das Schöne, gibt es halt nicht. Wobei, das kann man so nicht sagen, es gibt es nicht mit den Marken, mit denen ich zusammenarbeite. Es gibt es schon mit anderen Marken. Also ich habe schon einige E-Mails bekommen mit dann klaren, ich sag mal, Anforderungen, wie das Video aussehen soll, an welchen Stellen man das Ganze platzieren soll und sowas. Und das ist natürlich also für mich keine Option. Die Marken, mit denen ich zusammenarbeite, die haben mir noch nie irgendwie also nicht mal irgendwie eine Obligation, dass ich das erwähnen müsste. Also ich habe jetzt auch einige Düfte hier rumstehen, die ich kostenfrei bekommen habe, die ich noch nie erwähnt habe tatsächlich. Also noch nicht, muss man sagen. Also von daher, ich habe noch nie die Anforderung bekommen, irgendwas erwähnen zu müssen, irgendwas sagen zu können oder nicht sagen zu können und irgendwie auch eine Meinung in Anführungszeichen. Was ich mir persönlich ganz gerne anfrage, ist so ein Brandbook, das heißt, was die Unternehmen so über sich selber sagen, über die Düfte sagen, was die Geschichte dahinter ist und sowas. Das finde ich persönlich immer ziemlich spannend, aber das ist dann auch eher so die Kategorie Marketingmaterial, was man dann irgendwie in der Parfümerie irgendwie unterm Counter findet, falls man nachfragt, als wirklich jetzt irgendwie eine Redeempfehlung oder sowas. Was ich persönlich jetzt schon von einigen Kollegen mehrfach gehört habe, ist aber, dass einige Marken, gerade wenn man ihnen Kooperationen anstrebt, die bezahlt sind, dass man dann gewisse Richtlinien und Leitfäden bekommt,
bekommen, wie man sich zu äußern hat oder nicht. Das habe ich jetzt in dem Maße noch nicht gemacht und nicht erlebt. Deswegen kann ich das aus meiner Erfahrung nicht sagen. Ich weiß, es gibt tatsächlich jetzt bewusst keine Namen, aber es gibt einige Unternehmen, ich sage jetzt bewusst nicht Marken, die das genauso machen. Wie gesagt, wenn das eine bezahlte Werbung ist, ist es in meinen Augen auch vollkommen okay, wenn das richtig gekennzeichnet ist. Ich habe die Anfrage damals auch bekommen, ich habe sie abgelehnt, weil ich es uninteressant fand. Aber gibt es schon, in Anführungszeichen. Aber gerade so bei, ich sag mal, reinen Parfummarken habe ich das einmal gehört. Und das ist eine Marke, die man auch eigentlich kaum hört. Von daher, glaube ich, auch ein Vorgehen, was man so auf YouTube, auch jetzt, da würde ich jetzt auch bewusst über Kollegen sprechen, so eigentlich nicht kennt, dass es da irgendwelche Vorgaben gibt, was zu sagen ist oder was nicht. Und Geld ist auch schon das richtige Stichwort, denn ich bekomme ziemlich häufig die Frage gestellt, was Parfum-YouTuber, Influencer eigentlich gezahlt bekommen, wenn sie solche Parfums in die Kamera halten. Und das war vor kurzem auch erst wieder, als ich das Armani Code Eau de Parfum vorgestellt habe, dass dann jemand in die Kommentare schrieb, yo, das Ding gefällt mir ja gar nicht, was haben sie dir denn gezahlt. Und das Amüsante war, also natürlich nichts, ne? Aber das Video war auch nicht als Werbung gekennzeichnet. Was ich hätte tun müssen, wäre es Werbung gewesen. Und deswegen merke ich halt immer wieder, welche Unkenntnis oder in Anführungszeichen, welche Schandtaten auf YouTube getan werden und was nicht als Werbung gekennzeichnet wird und wie viel Misstrauen da mittlerweile in der ganzen Szene mit drin ist. Ich kann persönlich sagen, dass die ganz großen Marken nicht zahlen. Also ob das jetzt Roja Parfums ist, Parfums de Mali, Sergio, whoever, die zahlen dir nichts. Die schicken dir irgendwas raus und das war's. Und das ist tatsächlich bei den allermeisten Marken so, dass sie dir einfach nur die Düfte rausschicken und wenn du damit Geld ankommen würdest, würden sie dich, so habe ich das schon einmal gehört, freundlich darauf hinweisen, dass sie das nicht machen und dann den Kontakt einstellen. So, also tatsächlich ist es so, dass die meisten darauf gar keinen Bock haben, weil in Anführungszeichen, der Markt von Leuten, die Düfte einfach kostenlos annehmen und vorstellen, viel größer ist und sich dann die 1.000, 2.000 Euro da einfach gar nicht lohnen. Ne? Weil du musst ja so viele Parfums verkaufen, was du ja auch gar nicht messen kannst durch diese Influencer-Platzierungen, dass sich das irgendwie rentiert. Das machen die meisten einfach gar nicht. Und deswegen, in den allermeisten Fällen wird dafür nichts gezahlt. Es ist ganz gerne so, das habe ich schon gehört, dass Parfum-Shops dafür Geld bezahlen, dass sie erwähnt werden. Die können das ja dann auch wirklich dementsprechend messen, weil wenn du darauf verlinkst und dann die Verkaufszahlen irgendwie stimmen, dann merken die, okay, das hat einen Effekt. Das ist halt jetzt bei vielen Marken, die auch im Offline-Geschäft stattfinden, eigentlich kaum möglich. Und das habe ich schon häufiger gehört, das habe ich aber auch noch nicht gemacht. Ansonsten, ja, Geld ist unüblich in der Parfumbranche, was es ganz gerne mal gibt, ist so ein bisschen damals wie bei Jeremy, dass man eben außerhalb der Branche, wenn man wirklich Influencer, große Influencer ist, Geld gezahlt bekommt. Aber so in der Branche ist das eher unüblich und die meisten Marken machen es nicht, um so ein bisschen diesen Punkt nochmal aufzunehmen. Und zusammengefasst steht dahinter ja immer so ein bisschen der Vorwurf, man kann euch nicht vertrauen deswegen, ihr seid deswegen käuflich und eure Meinung zu diesen einzelnen Produkten ist deswegen gefälscht, in Anführungszeichen. Und ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Und ich verstehe auch die Skepsis. Ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie negieren, in Anführungszeichen, kann ich auch gar nicht, aber so ein bisschen meine Perspektive darauf geben. Und natürlich möchte ich jetzt nicht verschweigen, dass wenn ein Unternehmen auf mich zukommt und mir einen Duft anbietet, ich diesen Duft natürlich nicht negativ rezensieren werde. Wer diese Illusion hat, also ich meine, so funktioniert die Welt halt einfach nicht. Ne? Das gehört sich auch einfach gar nicht. Also das ist auch unabhängig von irgendwie YouTube oder was weiß ich was, das gehört sich auch einfach gar nicht, das dann in der Luft zu zerreißen oder sowas. Und natürlich ist es so, dass man dann trotzdem noch Kritik äußert. Ich habe ja bei den Persos damals auch gesagt, dass mir zum Beispiel das Flakon nicht so gut gefällt und mir ein transparentes Flakon viel besser gefallen würde. Mein Weg ist es halt, diese Düfte dann nicht zu erwähnen. Und das tue ich auch, wenn mir Düfte, die ich kostenfrei bereitgestellt bekomme, nicht gefallen, erwähne ich sie einfach nicht. Punkt. Weil, wie gesagt, ich habe kein Vertragswerk, wo drin steht, dass ich sie jede Woche 10-mal erwähnen muss. Und das ist so ein bisschen der erste Teil der ganzen Sache. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, und das war gerade auch so ein bisschen mit diesem Aventus-Thema, als es jetzt vor kurzem aufkam, zum Kontext, sehr viele YouTuber-Influencer haben Aventus kostenfrei bekommen. Und da habe ich sehr viele Kommentare bei Kollegen, jetzt nicht bei mir gelesen, in die Richtung, jetzt lässt du dich ja von irgendwie Creed kaufen, jetzt lässt du dich da irgendwie beeinflussen und deine Meinung irgendwie ändern oder sowas. Was ich halt dahingehend komisch fand, wie soll ich es jetzt formulieren? Influencer und YouTuber, die du irgendwie auf Social Media siehst, die verdienen alle Geld und auch gar nicht so wenig Geld, muss man auch dazu sagen. Und ich glaube, dass diesen kostenfreien Düften dann dementsprechend auch so ein bisschen zu viel Stellenwert zugemessen wird. Denn natürlich ist es so, dass wenn ich jetzt als Konsument mir einen Duft für 200, 300 Euro kaufe, dass es ein extrem hoher Warenwert ist, dass es was Einzigartiges ist, dass es was Besonderes ist irgendwo. Ich meine,
wenn der nächste 300-Euro-Flakon in meine Sammlung kommt, dann juckt mich das halt relativ wenig. Dann kommt es irgendwie auf das wackelige Regal in die letzte Reihe und dann bleibt der da irgendwie wieder ein Jahr stehen und wird nicht angefasst. Wisst ihr, was ich meine? Das sind andere Dimensionen. Auch gerade so ein bisschen zu Aventus Statement nehmen. Ich habe hier irgendwie jetzt ein Dreiviertel Liter Aventus rumstehen, wovon ich mir einen halben Liter selber gekauft habe für gefühlte 1000 Euro. Mich juckt es nicht, ob da nochmal 100 ml dazukommen oder nicht, um das mal so ein bisschen so zu sagen. Und es geht vielen YouTubern so. Jeder hat Aventus zu Hause rumstehen. Jeder hat davon gefühlt 5 Varianten zu Hause rumstehen. In Absolut, in Original und in Sport oder diese Summer Edition, wie auch immer, Cologne heißt es. So, wisst ihr, was ich meine? Das juckt irgendwann nicht mehr so sehr. Und das ist halt immer eine andere Perspektive, die man darauf hat. Und das ist auch nicht gut, denn ich habe das auch schon mit vielen Kollegen besprochen, so ein bisschen so ein Wertverlust von Parfum und so, wenn dann irgendwie so ein Paket kommt mit so einem Nischenduft drin, dann sitze ich halt irgendwie am Abend da und reiße das so auf und ohne es zu riechen, stelle es einfach ins Regal und vergesse es. Das ist irgendwie nicht mehr dieses Zelebrieren des Duftes. Ich glaube, dass eine Schönung nicht stattfindet. Das glaube ich ehrlich, dass eine Schönung nicht stattfindet. Und ich glaube am Ende bei bereitgestellten Düften, und sind wir mal ganz ehrlich, die allermeisten Düfte, die es auf dem Markt gibt, riechen gut. So, ich würde sagen, 90% der Düfte riechen gut. Es gibt ein paar, die nicht so gut riechen. Experimentdüfte, Nischendüfte und sowas. Aber so das meiste, was man so kennt, riecht einfach gut. Und oftmals geht es einfach wirklich nur um Visibility. Dass jetzt eben der Duft der Marke auf der Liste drauf ist und eben nicht ein anderer Duft. Und das ist das Einzige, worum es geht, weil über beide würde ich gut sprechen. Beide riechen gut und beide haben da irgendwie, mag ich, trage ich ganz gerne so. Und am Ende geht es dann nur um die Auswahl. Würde mich da mal so ein bisschen eure Perspektive zu dem Thema interessieren, wie ihr das seht, ob ihr meine Kennzeichnung ausreichend findet, ob ich zu viel, ob ich zu wenig Werbung in Anführungszeichen mit drin habe. Ja, wie da so eure Perspektive drauf ist. Ja, schreibt mal gerne alles das in die Kommentare. Danke soweit dir fürs Zuschauen. Like ganz viel, falls es dir gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.